So, wollen wir mal skillen. Wir haben 16 Skillpunkte. Hier haben wir alles durchgeskillt. Da ist alles fertig. Werkzeuge, die haben wir bis auf das. Wasser habe ich. Kraftreinigung. So, dann haben wir das durchgeskillt. Und hier. Ne, dann nehmen wir den. So, dann haben wir die 7 Punkte noch. Okay, dann habe ich noch 2 Pünktchen über. So, das ist durchgeskillt, das ist durchgeskillt, das ist durchgeskillt. So, UV-Lampe. Ja, die Waschstation. Okay. Alles klar. Dann haben wir die Skillpunkte auch wieder verwendet. So. Geh ins Bett. Na, ich will erstmal Dexter streicheln. So, ihr Zimmer haben wir auch fertig gemacht. Dexter? Na, auf dem Klo wird er wohl nicht sein. Dexter? Jetzt siehst du, jetzt muss ich hier auch schon aufräumen. Hallo, Dexter, ne? Daddy's working for a mob boss, but you're still a good boy. Ja. So, aber jetzt ab ins Bett. Ich renne hier alles um, ne? Ich bin kaputt. Ich muss ins Bett. Ja. So, einen Schluck trinken, Brust. I've been working so hard for this moment. Ach, Lagerhaus, nicht verrückt. Now everything is finally ready. You really thought you could get away with killing my daughter? No, no, no. It's time you learned your lesson. Boys, let's get this party started. Is it okay to keep doing this, Dexter? Working in such a despicable profession. How can I even put a stop to this? Und draußen ist Mistwetter. So. Ja. Alles klar, so. Elena, das sind die letzten Wochen. Hallo Papa, die Ärzte haben mir gesagt, dass dies die letzten Wochen meiner Behandlung sind. Ich bin aufgeregt, aber auch nervös. Ich weiß, es ist noch nicht vorbei, aber ich kann das Ziel sehen. Ich versuche positiv zu bleiben und es Tag für Tag zu nehmen. Ich kann es kaum erwarten, zu Hause bei dir zu sein. Und ich weiß, dass Dexter wahrscheinlich auch auf mich wartet. Ich hab dich lieb. Lagerhausreinigung. 13 Leichen.
Das ist auch ein Riesenlevel. Es gibt ein Lagerhaus außerhalb der Stadt zu säubern. Scheiß Aufstand. Ein Typ hat sich eingeschlichen und andere Arbeiter dazu angestiftet, die Fabrik zu übernehmen. Undankbare Bastarde. Illoyalität ist eine tödliche Krankheit. Zum Glück habe ich ein paar meiner Leute in der Nähe. Es dauert nicht lange, bis sie kamen und die anderen in ihre Schranken verwiesen haben. Wenn Arbeiter nicht arbeiten wollen, können sie genauso gut tot sein. Dieser Ort sollte leicht zu reinigen sein. Abgelegene Lage, Zugang zu fließendem Wasser, fast keine Möbel. Okay. So leicht wird's nicht. Das habe ich jetzt ist ja. Ach Gott. Bei dem Wetter muss ich raus. Oh. Alles klar. So, wir müssen hier hin. Mission starten. It'll be a long night. Ja, das wird's tatsächlich. This was the moment when Big Jim was at his weakest. With so many people going after his ass, he needed to make a choice. If not, there probably wouldn't be anything else to anticipate but his imminent downfall. Okay. I'm here. Now listen. The power is down, so find a way to turn it back on. It will help you a lot with your job. Obviously, when one thing goes wrong, more disasters have to follow. Those fools must have broken something. Next to cleaner, I should definitely add electrician to my CV. So, weil der Level ist nicht ganz so leicht, weil wir hier nicht überall rankommen. Wir müssen erst Keys finden und so weiter, um irgendwie alle Zugänge freizuschalten. So, das ist das Treppenhaus. So, das ist für später wichtig. Wir müssen diese Keykarten hier finden, um dann das alles freizuschalten. So, warte mal, wie war denn das hier? Oh, denke. I can't open it from this side. Ja, alles klar, geht schon los. So, der Fahrstuhl, der geht zum Beispiel nicht. Da brauchen wir erst Strom und diese Keykarte. So, und warte mal, wo ist mein Auto steht hier. Genau, diese Klappe müssen wir aufmachen, damit wir den Müll und die Leichen hier runterwerfen können. Das müssen wir auch freischalten. Das heißt, wo war denn der Strom? Naja, wir können ja noch nicht an viele Orte hin. Need to look for the bodies. Schalte und entsorge die Körper. Da, Strom. Stromversorgung. The power switch should be around here, somewhere. So, hier ist ein Geheimnis. Da kommen wir noch nicht rein. Ist auch gut, ne? Ne? Achte auf deinen Kopf. Jetzt muss ich mich hier ducken, um hier reinzukommen. Das ist auch. So, hier ist der. Sehr schön. So, hier ist, glaube ich, auch ein Geheimnis. Moment. Wir haben hier 5 Geheimnisse und 4 Kassetten.
Würden Sie sich bitte ducken, danke. The vents look cleaner in the movies. Geheimnis, genau. So, jetzt lassen wir mal nachdenken. Gehört das hier zum Müll? Genau. Nee, ich hätte gern die Hände. Da sind wir wieder hier, okay. Of a very busy person. See you soon, ma'am. Nothing out of the ordinary ever happens. Für eine Kartoffel? Das geht nicht auf. Okay, was ist denn Bedeutung? Vergiss nicht, die Pflanzen und dich selbst zu wässern. Okay. So, dann gab es hier aber nicht viel zu stehlen. Ich will hier noch mal kurz zurück, weil gehört das Stele. Stele. Genau, weil irgendwie. So. Okay, das kann ich hier liegen lassen. Das zählt nicht zum Müll. Okay. Ansonsten mal umgucken, ob hier irgendwo was zum Stehlen liegt. So, da müssen wir noch rein. Das, geht das jetzt, nachdem der Strom an ist? Warte mal. Nee, geht nicht. Ah, wie war denn das? Wie war das da? Denke, denke, denke. Zur Not gucke ich nochmal nach. So. So, warte mal. Wir sind jetzt hier. Jetzt will ich erstmal wieder zurück. Hier ist das Treppenhaus. So, hier. I can dump bodies down this hatch. Genau. If I can get it open. Die Leichen kann ich hier durch die Luke werfen. Wenn ich das finde. Wo war denn? Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Der Level, der ist wirklich riesig. So, warte mal, hier ist. Ein Schlüssel. Fernsehraumschlüssel. Okay. Dann. Erinnerung. Kein Reden und keine Fragen an die Vorgesetzten. Nur Antworten, wenn gefragt. Pakete sortiert halten. Kein Kämpfen. Behälterinhalt kann explodieren. Ich kann so viel schreien, wie ich will. Ihr nicht.
Gute Arbeit, gute Bezahlung. Nochmals, haltet eure Münder geschlossen. Unterschrieben der Boss. Na, das ist doch ein... Was waiting to happen. Super Arbeitsverhältnis. Okay. Was habe ich? Fernsehraumschlüssel habe ich gefunden. Okay. Hier war... Hier kann ich das Wasser, das können wir ja schon mal machen. Toilets straight from jail. How do I sign up for the revolution? Okay. Wir weichen sie schon mal ein. Das hier müssen wir alles aufräumen. Ja, war gelb, genau. Na komm her. So, hier war... Ja, musst du. Leiche. So, Leiche, alles klar. Irgendwie leckt es ein bisschen bei mir. Aber im Spiel, nicht der Stream. Das ist das Spiel selber. So. Hier Leiche. So, warte erstmal. Well armed for a worker. Okay. Ich würde gerne die Luke aufmachen. Warte mal, da muss ich erstmal den Strom anmachen. Genau, wo war denn das? Hier war es nämlich nicht. Hier kommst du auch nicht lang. Genau. Hier ist auch eine Leiche. Hier ist auch nochmal Wasser. Okay, dann gehen wir mal. Ja, wahrscheinlich, weil der hier so viel Krempel laden muss. So, da unten waren wir fertig. Ach, hier ist was zum Klauen. Noch was? Und hier muss ich auch noch mal gucken, wie ich an alle Geheimnisse komme. Das habe ich so nicht hingekriegt. Da muss ich dann noch mal nachlesen. Übrigens, die brauche ich dann nicht in meinem Auto hier. Die können mal runter. Erster Stock. Schön. So, genau, die Klappe müssen wir auch aufkriegen, sonst müssen da nämlich rein. So, er hat erstmal einen Schlüssel. Looks like an access card. Förderband, das ist fürs Förderband die Schlüsselkarte. So, hier, Förderband. Fahrstuhl, Kran, Licht. Und das war diese Luke, okay. Ja,
Ich suche jetzt erstmal das Ding, wo ich diese ganzen Stromdinger betätigen kann. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Okay, hier brauche ich manuelles Hacken. Ach, ich das wieder. Aber wie ging das nochmal ab? Moment. 6, 8, 2, 0 und 5 und die 3. So. I'm in. So, dann haben wir hier die blaue. Another genau, one. Die brauche ich. Da irgendwas. Plan gehen nicht auf. Genau, hier musste ich hin, in den Kontrollraum. Also, und vor allen Dingen, hier steht, maximal 3 darf man aktivieren. So, die Stromkarte ist schon drin. So, dann hatte ich die fürs Förderband. So, und die für den Luke. Okay. Dann aktivieren wir die Luke. Und das Förderband. So, Kran und Fahrstuhl brauchen wir jetzt noch nicht. Da müssen wir immer wieder hier hin, dann das steuern, weil man nur 3 anmachen darf. So. Aufgrund einer Gerätefehlfunktion verwenden Sie bitte nicht mehr als 3 Panels gleichzeitig. Wenn mehr als 3 Panels verwendet werden, wird das gesamte System innerhalb von Sekunden heruntergefahren und muss von unten wiederhergestellt werden. Wir haben einen Elektriker beauftragt, das Problem zu beheben, und er wird morgen in ein paar Tagen bald kommen. Ach so. Und er wird morgen in ein paar Tagen bald kommen. Alles klar. So, kann ich hier irgendwas? Warte mal, hier war irgendwie ein Geheimnis. Wo war denn das?